Steffen, Gratulation. Ihr habt heute mit einer Energie- und Willensleistung die Wolfsburger 2-1 besiegt. Ja, definitiv, klar. Wolfsburg ist ein sehr, sehr gutes Team. Die haben heute auch, spielen eigentlich identisches, gleiches Eishockey wie wir. Hinten stehen sie gut, vorne machen sie unglaublich viel Druck. Und ja, es war heute ein sehr, sehr hart umkämpftes Spiel. Du hast den Druck angesprochen. In den ersten 20 Minuten haben sie euch wenig Zeit und Raum gelassen, einen geordneten Pass anzubringen. Ja, das ist eigentlich so, wie wir es bei denen auch machen wollten. Ja, die sind auch nicht so viele Chancen gekommen, aber das war natürlich, ich würde fast sagen, schon Playoff-Niveau. Es ging hin und her und ja, es war halt einfach, die Kleinigkeiten haben wir entschieden. Also wir hatten tatsächlich das Gefühl, wenn die Wolfsburger das Tempo beibehalten können, dann wird's eng. Ja, aber wir konnten ja das Tempo mitgehen und dadurch, dass wir das Tempo mitgehen konnten, was eigentlich auch nicht zur Frage steht bei dem Team, sieht man ja, dass man dann auch so ein Spiel gewinnen kann. Man muss bloß einen Weg finden. Das zweite Drittel ist anders gelaufen. Lag das daran, dass ihr eure Taktik besser umsetzen konntet oder gab es eine Änderung in der Taktik? Nein, wir haben im Endeffekt genauso gleich gespielt, bloß Wolfsburg kann natürlich über 60 Minuten auch nicht immer zu 100%. Es gibt immer Phasen im Spiel, wo man mal ein bisschen schwächer ist, mal ein bisschen stärker. Und da haben wir natürlich dann wieder Druck ausgeübt. Und deswegen, wie gesagt, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ja, und es waren halt Kleinigkeiten, die wir halt einfach entschieden haben. Man kann natürlich auch so ein knappes Spiel gewinnen, wenn es wieder nur ein Gegentor gibt. Ja. Allein schon das Erfolgsrezept? Das ist mit Sicherheit auch ein Erfolgsrezept. Klar, wenn man einen Gegner zulässt, dass der bloß ein Tor schießt, dann wird es natürlich schwierig für den Gegner auch zu gewinnen. Wenn der jetzt natürlich 3 Tore schießt, dann wird es für uns auch schwer. Aktuell kein Grund, aber den Torhüter zu wechseln. Gut, ich glaube, das muss der Trainer entscheiden. JD ist auch ein super Torhüter, der hat uns auch schon viele Spiele auch bei einer anderen Serie super ja, super gespielt und natürlich großes Lob an Ben Meisner, macht seinen Job solide, macht super und es ist natürlich toll, wenn man als Trainer auf 2 solche tollen Torhüter zurückgreifen kann. Es gab ja die Situation, der Dezember lief alles andere als positiv, nur 2 Siege aus 10 Spielen, das Glas Prosecco, 12 Uhr, Mitternacht, Silvester, hat alles geändert. Ja, da haben wir ja drauf angestoßen. Das neue Jahr wird besser. Nein, das alte Jahr war ja auch okay. Klar haben wir natürlich im Dezember, haben ein bisschen Faden verloren, aber wir haben, wie gesagt, man muss möglichst zügig schnell, ein gutes Team macht eigentlich das aus, wie schnell dieses Team aus dem Tief wieder rauskommt, diesen Weg findet. Und es hat bei uns, wäre schöner gewesen, wenn es schneller gegangen wäre, aber ist okay so, es ist in Ordnung und wir haben den Faden wieder gefunden und ich hoffe, es läuft weiter so. Ich habe jetzt vorher auch ein Gespräch mit Ulf, eurem Mentalcoach, ja, gehabt. Wie wichtig ist es, so jemand an Bord zu haben? Natürlich. Gerade in so negativen Phasen. Sehr, sehr wichtig. Also ich finde natürlich, das muss ich sagen, also absolute Bereicherung für Augsburg. Auch mit dem Fitnesstrainer, mit allem. Das sind solche kleinen Stationen, die für uns Spieler unglaublich wichtig sind. Wo im Endeffekt auch mal eine Entscheidung abnehmen oder mal einen Druck rausnehmen bei uns, wo einfach mal sonst vielleicht eine andere Person das nicht machen kann. Und das hilft uns einiges. Aber wie kann man sich das vorstellen? Ruft er einen Schulkreis aus und geht er da versagen oder sind das... Geht man als Spieler auf ihn zu oder geht er auf einen zu? Nein, er geht auf uns zu, beziehungsweise haben wir eine Liste hängen und wenn wir ihn brauchen, beziehungsweise gehen wir natürlich zu ihm und es wird alles einzeln gemacht natürlich. Weil im Stuhlkreis, ich denke, dass das dann, das ist dann Meeting mein Part oder Trainers Part, wo wir dann führen können, aber mit einem Mentalcoach ist hauptsächlich privat. Einfach die Dinge außenrum zu beseitigen. Okay, also er ist für euch immer ansprechbar? Richtig, genau. Gut, dann wünschen wir, dass er seine mentale Kraft auch in Berlin wirken lässt und dass er dann Sieg nach Hause bringt. Dankeschön. Vielen Dank für deine Zeit. Danke.